aus Erfurt. Der Sportliche, der 30-Jährige, Aida! Willkommen auf mein Niveau. Kunst kommt von Können, sagten die drei Weisen, und käme es von Wollen, dann müsste es wohl Wulst heißen. Ihr wollt Texte verstehen mit inhaltlicher Komplexität. Ihr wollt Texte spüren in kompletter Intimität. Ihr wollt eins sein mit dem, was auf der Bühne geschieht, und beim Alleinsein spüren, dass der Slammer euch liebt. Also ging ich auf die Bretter, die Bräute bedeuten, und ich fing an zu reden, egal vor wie vielen Bräuten. Ich tanzte, lachte und singte, hüpfte, machte und springte. Schon nach wenigen Wochen gaben sie mir zu verstehen, Kunst und Kultur möge man nur bei einem Poetry Slam sehen. Du hingegen hast hier nichts zu verlieren, also hör lieber auf, diesen Wulst zu präsentieren. Aber Vorsicht, etwas blieb an mir haften, denn kein Mann kann das so einfach verkraften. Meine Rechtfertigung fand ich im Reglement zu irgendwelchen Meisterschaften. Ich hab's auch nicht geglaubt, aber stand da Beatboxing, Zitat auf der Gesang und Tanz sind erlaubt. Insbesondere dann, wenn Aida Ballett tanzen möchte. Stand da wirklich. Und so nehme ich die Herausforderung dankend an und denke noch daran, wie ich bereits die Ereignisse meiner Kindheit löschte. Denn ich war ein kleiner, männlich, zwar unbedenklich, aber unscheinbarer Mann, wie es nur so ein glasfaserfarbenes LAN-Kabel kann. Ich liebte es zu singen, zu tanzen und zu lachen, wie es eben Mädchen in diesen Walt Disney-Filmen so machen. Und so geschah es. Eben mal, ich befand mich im Tanzsaal. Alles war voll femme fatale. Ich war Platz 1 in der Partnerwahl. Naja, die Anzahl Mann war halt banal. Und dann begann der Akt der Qual. Ich tanzte Ballett. Damals war es egal, dass ich irgendwann mal fürs Ballett eine Verwendung in einem Poetry Slam Text hätte. Hätte ich damals nie gedacht, doch dieses Reglement hat es wahr gemacht. Und jetzt stehe ich hier etwas verlegen und will mit euch übers Ballett reden. Ja. Beginnen wir mal mit ohne viel Mühe dem Polka-Schritt Abattement Tendu. Damit finden dich alle voll toll, machst den Siegestanz oder noch besser, A Capriol. So, tanzt du für sie bis morgen früh und zum Frühstück zeigst du ihr dein Soutenu. Die Arme sind dabei in Kronenposition und uns Kennern besser bekannt als Bra au Coron. Damit gewinnst du sie und wie Peggy Bundy tippet sie zu dir A Bourré. Ich seine Mann im Le Grand Jeté, Arabesque-Style, alles gestreckt. Und performst zum Abschied La Préparation de Pirouette.
nichts anderes als lebensfrohes Entertainment. Also, wenn man sich mal nicht so ernst nimmt und die Metrik nicht so genau nimmt und den Nimmtreim auf nimmt, nicht nur einmal nimmt oder zweimal nimmt, sondern fünfmal nimmt, dann stimmt es. Also, wenn ich auf dieser Bühne stehe und in die Augen eines täuschenden Literaten sehe, dass von Kunst nicht die Rede sein kann, denn mein künstlerisches Können ist so arm dran, dass nicht das Können mich auf diese Bühne bewegt, sondern einfach nur das Wollen, um euch zu zeigen, wie ich mein Leben lebe. So als Poet. Und war das Ende jetzt zu pathetisch oder zu kitschig? Fick dich, du Knicklicht!